Wir kommen zurück hier bei Chrono Trigger. Im letzten Part haben wir eine Menge Wunder gefunden. Wir sind jetzt wieder blind. Ja, wir sind jetzt wieder, wir sind jetzt definitiv wieder blind. Wir, ich kann es irgendwie auch gar nicht so wirklich beschreiben, aber... Ach so, ja, genau, genau. Ja, ja, das ist ja... Wenn du da runterfällst, dann... Warum auch immer die das so gelöst haben... Jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir uns denn dann runterfallen lassen? Was ist denn hier? Hier sind wir einfach nur wieder am Anfang. Müssen wir uns überhaupt runterfallen lassen? Scheiße ist nicht, um ehrlich zu sein. Das hat jetzt auch ganz schön lange gedauert, bis alle wieder unten waren. Wir gucken uns einfach nochmal ein bisschen... Es ist so komisch. Es ist sehr komisch gelöst worden. Aber na gut, da kann man sich nicht drüber beschweren. Das Spiel ist alt. Ach, hier geht's weiter. Ja. Sieht schön aus, wie er hinten seine Übungen macht. Seine Krampfübungen. Naja, ich werde ihn dabei mal nicht unterbrechen. Ah, das macht er jetzt wohl von selbst. Ah, wie schön er auf der Leiter steht. Und es wird auch nur ein Gegner angezeigt, obwohl zwei da sind. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Da müssen wir dann wieder nachgucken, ob das in der englischen Version auch so ist, aber ich vermute einfach mal, ja. Ja, ja, das ist ja nur eine Übersetzung, die haben ja jetzt nichts an Triggern, sich geändert. Ne? Ja. Ja, also. An der Programmierung des Spiels so ungefähr. Genau, ja. Genau. Wir haben ja quasi nur die englischen Texte ausgetauscht gegen deutsche. Das war's. So sieht's aus. So wie zum Beispiel V-Log. Oder V-Locke oder was auch immer das sein soll. Eine Vlocke. Es ist eine Vogelglocke, alles klar. Du weißt, was Vlogs sind? Ja, ja, deswegen finde ich das so witzig. Guck mal, das war Tabo. Berge sind schön. Aha. Das ist das Leben. Berge sind schön. Kann er noch mehr sagen? Bist du aber neugierig. Hier, bitte. Eine Magiepille. Berge sind schön. Krieg ich noch was? Aha. Nein, okay, gut. War der beim letzten Mal auch da? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist das jetzt ein Speicherpunkt oder ein... Ja. Ja. Wie gesagt, Leute, das ist ihr Blind. Tata und der Frosch. Ich bin gerade auch äußerst irritiert. Also ich finde, dass dieser Titel gerade so ein bisschen spoilernd ist, wie das Kapitel ja heißt. Tata und der Frosch, ja, ja. Aha. Hm. Da könnte wohl der Frosch sein. Ist nicht weiter wichtig. Aha, so jetzt nur wegen der Truhe den Weg? Nee, ist schon richtig. Ja, alles klar, ich kann ja da rechts hochgehen. Ich bin gerade mal wieder ein bisschen verpeilt. Okay, und es sind zum Glück auch nur drei normale Goblins. Wir müssen aber irgendwie Julia noch klar machen, dass nur weil wir sie jetzt mitgenommen haben, dass da jetzt trotzdem nichts läuft. Das war aber, ich wollte gerade sagen, dass deine ersten Worte waren, wir müssen jetzt aber Julia noch klar machen. Ich hoffe doch, das würdest du auch falsch verstehen, ne? Deswegen muss man immer bis zum Ende zuhören. Nö, ich höre nur die ersten drei Wörter und danach... Du darfst auch nicht vergessen, wie die menschliche Aufmerksamkeitsspanne funktioniert. Du sagst die ersten drei Wörter und danach fängt man dann schon wieder an zu denken. Und dann denkt man sich einfach seinen Rest. So, oh geil, er will mich. Also ja, wir müssen reden. Ja, dann ist einfach runtergeschlagen, hast du es gerade gesehen? Ja, so ein Arsch. Auf jeden Fall. Oh, wen haben wir denn da? Ich bin der Wind! Wusch! Alles klar, kann ich nochmal mit dir interagieren? Nein. Halt! Seid ihr wegen dem Masamune da? Na klar. Wusste ich's doch. Sekunde, ja? Oh, großer Bruder, wo bist du, Masa? Na gut, hier. Was ist, Mune? Nicht schon wieder. Das war so Monet. Soll ich also berühmt machen? Was für Dummköpfe. Menschen sind so dumm. Wer das Schwert benutzt, zählt. Und nicht wer es besitzt. Nicht einmal etwas so Einfaches versteht ihr. Deshalb seid ihr Menschen. Ich frage mich aber echt, warum ihr das in der westlichen Version nicht Excalibur genannt haben. Ja. Also das Schwert aus dem Stein so ungefähr, das... Das Masamune, wenn ihr... Also ich meine, klar, ich habe natürlich auch gewisses Kulturgut aus dem Osten.
hierher gebracht, aber es ist trotzdem interessant, dass sowas nicht in der westlichen Version lokalisiert wurde. Und in der westlichen Version wurde so einiges lokalisiert. Also eigentlich, pass auf, genau so etwas sollte tatsächlich sogar eine gute Lokalisierung machen. Solche Anpassungen, ne? Was machen wir nun? Ja, kannst du weiterreden? Na, das Übliche. Sie testen. Das bringt uns ein wenig Ablenkung. Alles klar, los geht's. Wusch! Sie sind natürlich Monster. Oh Gott. Hässliche Aliens. Masa und Mune. Also, was wolltest du jetzt noch sagen? Der einzige Grund, so etwas nicht anzupassen, ist, dass es tatsächlich einen höheren spielerischen Wert hat, dass es so heißt. Bezweifle ich sehr stark. Wenn, ja, das ist hier nicht der Fall. Und nein, Masa und Mune ist nicht der Grund. Ich hätte doch genauso Exa und Bur heißen können. So ungefähr, ne? Excali und Bur. Ja. Hätte natürlich doof geklungen, aber... Na, Exka und Libur. Oh, okay. Dabei fällt mir gerade ein, wir haben damals vergessen, mit Julia ihren Feuerzauber zu lernen. Trolli, Trolla, Trollups ist er. Aber soweit kein Problem. Stimmt, wir haben das nicht gemacht, ja, du hast absolut recht. So, das brauchen wir nicht. Wir schaffen es auch so. Wir sind halt zu Ultra-Pro, wir brauchen das nicht. Wir sind über im Spiel auf jeden Fall. Bis dann irgendwann der Punkt kommt, wie in jedem japanischen Rollenspiel, wo man dann plötzlich 30 oder 40 Level grinden muss. Ja, aber warum haben das diese ganzen Japaner? Es würde mich echt wundern, wenn sie das hier nicht machen. Also ich meine, ich finde ja, dass das Spiel schon versucht, so westlich zu sein, wie es geht. Ja. Aber... Naja, das wird garantiert kommen. Das muss, ja, das muss einfach drin sein. Ich habe noch nie japanisches Spiel gespielt, wo man am Ende nicht ein bisschen grinden musste. Oh, oh, was machen sie denn jetzt mit der armen Julia? Verwirren. Ach, egal, darum kann sich denn der Roboter kümmern. Im Übrigen, du hast ja schon einige Male angesprochen, wie Julian den Roboter reparieren kann und so. Mhm. Erinnere dich an unseren ersten oder zweiten Part. Es gibt einen Roboter auf der Jahrtausendfeier. Und den hat sie ja auch gebaut. Ja, aber woher kann sie das? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht alles, ne? Also... So, was mich einfach ein bisschen daran stört, ist, dass man hier zu stark Zeiten mischt. Weißt du? Warum zum Beispiel das nach Christus? Das finde ich auch total komisch, aber das ist halt so ein Japaner-Ding. Wie gesagt, das muss irgendwann mit Final Fantasy angefangen haben, ne? Dass man nicht mehr klar sagen konnte, ob man nun im Mittelalter oder in der Neuzeit ist, ungefähr. Weil auf der einen Seite hatten die Leute, waren die alle Leute alle schon recht hoch entwickelt, aber hatten ja trotzdem noch irgendwelche Schwerter und so ein Quatsch, ne? Hey, die sind ganz schön zäh. Nur Cyrus kam bisher so weit. Was machen wir nun? Jetzt machen wir ernst. Schon wieder eine Final Form. Nun gut, also. Jetzt werden wir euch wundern. Wir werden euch wundern. Ja, genau. Fusion! Ha! Jan, jetzt so gut Deko. Wie hieß der nochmal? Sieht aber wirklich aus wie eine Fusion. Ja. Zwei werden eins, müssen wir zusammen sagen. Eins werden zwei. Juhu. Ganz schön noch Klops auf jeden Fall. Ja, aber das ist wirklich eine Super Saiyajin. Masa und Mune, das ist ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist so wirklich Toriyama-Style. Also, wenn man den einschläfern komm, kann, bezweifle es zwar, aber... Der kann doch bestimmt auch irgendwas Fieses. Außer einfach nur zuschlagen. Er muss auf jeden Fall jetzt nervige Angriffe machen. Geisterbomben. Aber der sieht schon wirklich echt extrem nach Toriyama aus. Ja. Finde ich aber cool, dass es Super Nintendo schon in grafischen Lage war, sowas ganz gut darzustellen. Robo-Angriff. Stößt Gegner. 290. Da kann ich mit dem. Was? Oh, wir haben schon gar keine MP mehr für Chrono. Ja, aber es muss eigentlich am Ende auch garantiert Grinding geben. Garantiert. Oh, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ja. Ja. Vielleicht soll ich ihn... Genau, jetzt ist er gerade im Gegenangriffsmodus, so wie die Gegner es einfach immer mal wieder sind, ne?
Mhm. Weil die ist auch wieder dabei guckt, so. Das ist auch so. Dieses so, jetzt pumpt er auf und schreit dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt pumpt er auf. Das ist da so ein richtiges. Ja. Oh mein Gott, 50%, 52%, 51%. Die Kampfkraft steigt jetzt unermesslicher. Wir können nichts dagegen tun, außer zugucken und verängstigt zittern. Nein! Was jetzt aber gerade fehlt, ist, dass jetzt irgendjemand noch an der Seite stehen würde, ja, und dann das kommentieren würde, das kommt in den kompletten Kampf. Okay, super, dann hat natürlich erstmal den Roboter getötet. Oh nein, das war's, ich schaffe das nicht mehr. Warte doch, Krone bereitet noch was vor. Das ist gerade aber in der Tat echt ganz schön anstrengend, muss ich zugeben. Also ich muss zugeben, wir hätten doch unser Mädel wieder zurückholen sollen. Naja, im Nachhinein ist man immer ein bisschen klüger, ne? Mhm. Also mit Julia ging das beim letzten Mal, nicht mit Julia, sondern mit, Es wird auch jetzt gehen, Alter. Aber... Das war gerade trotzdem... Hat uns ein bisschen doof erwischt. Also ich meine, zwei Helden in einer Gruppe zu haben, halt, macht es halt wesentlich einfacher. Ja. Ich weiß nicht, hatten wir den Kampf nicht sogar so gemacht, dass du noch Krono zugeschlagen hast, aber dann haben wir einfach geheilt? Das kann durchaus sein. Also, ich weiß, dass wir einen Bosskampf so gemacht haben. Irgendeinen. Da bin ich mir ganz sicher. Wir werden wahrscheinlich mehrere Kämpfe so gemacht haben, oder? Ach ja. Roboter hat auch schon wieder keine MP mehr. Speichertornado-Energie, na super, dann hab ich ja. Müssen wir jetzt einfach wieder heilen, komplett. Einfach jetzt komplett heilen. Abwehren gibt's ja irgendwie nicht, nein, im Spiel, oder? Nee. Aha. Weißt du, was ich mal komisch finde? Ach doch, Abwehren könnte es geben. Warte, dann habe ich ehrlich gesagt. Oder war das Mystic Quest Legend? Ich glaube, da haben wir es aber nicht. Mystic Quest Legend hat es nicht gehabt. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher, weil ich das mal meinte, dass es gut wäre, ab einfach als zu verteidigen. Das ging nicht. Ich denke schon, dass da Mystic Quest Legend was nicht abwehren konnte. Mhm. Na, okay, dann. Das Problem ist halt, er macht jetzt überall 200, wenn er sein Tornado macht. Macht nicht überall 200, ey. Du bist einfach nur... Hat er auch beim letzten Mal gemacht. Oh, der macht nicht 200. Steve, bitte. Vertraue doch einmal... Der macht des Guten. Was ist das? So, jetzt macht er seinen Quatsch und dann gucken wir mal. 115 bis 150. Das ist doch fair, oder? Ja. Er hat nicht gecrittet. Er kann mit seiner Technik auch nicht critten. Tja, nicht in Diablo, wo man dann einfach mal für ein paar Milliarden crittet. Ja gut, Diablo hat eine ganz andere Schadenszahl, aber das ist tatsächlich mal der erste Bosskampf, der so lange dauert, wie die Bosskämpfe, also wie wir es mal angekündigt haben, ne? Ja, genau. Ich muss aber offen gestehen, ich mag solche Schadenszahlen wie hier lieber. Wie bitte? Ich mag solche Schadenszahlen hier lieber. Ja, das ist halt alles noch realistisch, ne? Ja, ich verstehe das halt nicht, warum man da immer kommen muss. Oh mein Gott, seine Kampfkraft ist jetzt 1 Million, aber vor 2 Folgen waren es doch irgendwie nur 100.000. Ah, muss ich halt extrem krass steigern, damit das steht ja vielleicht, wenn ein Roboter heilen soll. Also, ja, ich bin persönlich davon nicht so ein Fan und ich fand auch gut, wo zum Beispiel Blizzard bei World of Warcraft die Notbremse gezogen hat und das dann runterskaliert hat. Ach, da haben sie es dann sogar gemacht, da hatten sie schon so extrem hohe Schadenszahlen, die haben sie dann einfach runter korrigiert. Genau, richtig. Ja, weil sie gesagt haben, ansonsten kommen wir jetzt in Bereiche, wo es einfach nur lächerlich wird. Naja, du musst dir vorstellen, auf einmal hätte er umgerechnet irgendwie auf einmal ein Wildschwein quasi Millions Schaden machen müssen oder so, na, also, um das mal übertrieben zu sagen. Gut, über Wildschweine sollten meine Schatzen hier, der Gothic 3, sich mit Beschäftigkeit weiß, dass Wildschweine böse sind. Ich erinnere mich nur gerade an die Wildschweine in Gothic 2 und die waren echt extrem hart. Also das heißt, wenn man schon ein hohes Level hatte und eigentlich ordentlich geskillt war, die haben einen einfach weggeklatscht. Ja, Wildschweine in der Gothic-Reihe waren immer so die geheimen Endgegner. Die sind tatsächlich ziemlich stark, vor allem, weil die einen so umstoßen können. Oh, er ist schon tot. Hervorragend.
Tja, so lässt sich jeder Gegner irgendwie aushalten, indem wir einfach ein bisschen erzählen, ne? Ja, na klar. Und ich zwischendurch heile und, ja. Sie verwandeln sich wieder in kleine grüne Kinder. Das war's, großer Bruder. Das war gut. Werden Sie uns reparieren? Und unseren wahren Besitzer finden? Ja, ich denke schon. So wie es aussieht, scheint also irgendjemand zwei kleine Rotzlöffel in die Welt geschafft zu haben und... Und sie zu einem Schwert verwandelt. Warum auch immer. Naja, das nenne ich mal Aufsichtspflicht, ne? Ich verwandle mein Kind in ein Schwert. Ja. Ey, meine Zwillinge hier nerven, ich mache mal ein Schwert raus. Ich meine, tatsächlich gab es ja schon genug Rollenspielen, dass Leute dann in Waffen verwandelt wurden, so ungefähr als Fluch. Ja. Aha, das Masamune ist mehr als bloßer Mythos. Aber es zerbrach vor langer Zeit. Zerbrochenes Masamune erhalten. Und irgendwie scheint das Masamune keine Scheide zu haben? Scheinbar nicht. Wenn es genehm ist, bringen uns die Flügel des Windes zurück. Viel Glück! Ja, dadurch, dass wir zum Glück diesmal alles gefunden haben, habe ich damit auch kein Problem. Man wird aber auch nicht gefragt, ne? Nee, man wird nicht gefragt. Das machen solche Spiele aber echt gerne. Deswegen hattest du damals auch recht, wir hätten uns damals noch umgucken sollen im ersten Dungeon, aber ich bin froh, dass wir jetzt hier dieses ganze Zeug gefunden haben. Ich werde auf jeden Fall erstmal... Allgemein im Rasthaus, würde ich sagen. Ich gehe erstmal ins Gasthaus. War es nicht unten? Durino-Stube. Ja, das... Okay, es war unten in dem kleinen Dorf, du hast recht. Warum auch immer diese... Ich meine, guck mal, das hier oben ist doch augenscheinlich eine große Stadt, ja? Und das unten ist doch einfach... Aber da kommt man sich doch auch gerade rasten, indem du einfach nach oben gegangen wärst in dem Gebäude. Wirklich? Stimmt schon. Ja, ist egal. Da hat das Haus. Weißt du was? Ich habe eine Unterkunft dabei, die benutze ich jetzt einfach. Das ist mir jetzt so doof. Ansonsten finde ich hier einfach nichts mehr, deswegen... Ja, und an... Ach, Verzeihung, Leute. Ja, anhand unseres Kapitelnamens wissen wir... Warte kurz, machst du noch etwas anderes, bevor du jetzt da reingehst? Und zwar gehst du... Obwohl... Nee, kannst du machen. Kannst du machen. Sorry. Alles okay. Ich wüsste es auch nicht wirklich. Also, wir haben es ja damals schon mal gespielt, deswegen so wirklich blind ist es ja alles nicht. Wir können was anderes nachher noch machen. Wir wollen noch mal zu Biff. Okay. Aber das wollen wir erst, nachdem wir hier drin waren. Na gut, okay. Jetzt muss ich noch mich wieder daran erinnern, wie ich ihn gesprochen habe, genau. Biff? Ja. Ich weiß nur auf jeden Fall noch, was ich mit meinen Händen gemacht habe und so. Die Sache ist, dann denke ich schon fast, dass es sinnvoll ist, das jetzt zu machen, weil ich glaube, wenn wir hier jetzt weitermachen, dann lösen wir bald eine Sequenz aus. Nee, das ist gar kein Problem. Denke ich. Die Sequenz dauert halt ein paar Minuten, ne? Ja. Und das ist jetzt kein Problem, weshalb? Ich meine, wir sind jetzt schon bei 18 Minuten. Nö, ich dachte jetzt, dass du jetzt einfach nur noch den Kampf hier machst und den oben machst sozusagen und dann machen wir den quasi beenden wir den Part. Ach so, okay. So dachte ich jetzt. Okay, ja. Gut, ne, das wäre auch guter Kack, weil ich wollte das jetzt eigentlich, hab mir jetzt gerade so überlegt, ja, okay, gut, na, jetzt könnte vielleicht eine lange Sequenz kommen. Deswegen wollte ich jetzt die Sequenz eigentlich nicht noch innehmen, dachte ich mir. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zu Biff, ne? Oder? Ich weiß halt nicht, ob das schon ausgelöst ist. Also, weißt du schon... Okay, dann warten wir... Deswegen, okay. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen... Ja, ist okay. Wir machen ja noch weiter. Eine Unterkunft, hervorragend. Ja, siehst du? Wer braucht schon... Wer braucht schon Unterkünfte, wenn er Unterkünfte hat? Ja. Guck mal hier, ein Gehnagel. Ist natürlich ein bisschen nervig, weil der saugt die Frösche raus. So viel zu dem Thema, dass die Gegner gegeneinander kämpfen. Ich glaube, das war im letzten Part, ne? Mhm. Also, das ist eine schöne Sache. Ey, so, aber ist doch gar nicht. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, der hätte weniger Trefferpunkte gehabt, aber... Ne, der hat nicht ganz schön viele Trefferpunkte, der Gehnager. Was ich aber noch nicht gesehen habe, sind Gegner, die andere wiederbeleben.
Nicht so wie diese Horrorwindeln in Mystic Quest Legend, die sich einfach so verdoppeln können. Ja. Und was ich hier auch noch nicht gesehen habe, sind Selbstmörder. Die sich in die Luft springen. Extrem viel Schaden machen. Es gab ja zumindest Endgegner, die sich am Ende, bevor sie gestorben sind, uns nochmal alle MP abgesaugt haben. Das ist schon recht ähnlich. Das ist halt richtig nervig, sowas, ne? Also MP verlieren ist doch fast immer viel schlimmer. Ja. Aber wo MP verlieren, das muss ich gleich schnell erzählen. Ja, gab's bei Diablo 1 eine richtig fiese Falle, ja? Da hast du quasi eine Art MP-Rüstung gemacht. Du hast mit Hilfe der MP eigentlich quasi dein Leben gestellt, ne? Mhm. Und dann gab's aber einen Gegner, der hat MP abgesaugt. Und wenn er dich einmal in die Ecke geengt hat, dann war's das für dich. Ja, dann warst du quasi kaputt. Aber dann würde ich vorschlagen, klatschen wir mal noch hier die Gegner weg. Genau. Weil ich dachte mir schon, dass wir hier noch ein paar Minuten mehr brauchen für diese Kämpfe. Ja, ja, das war aber auch nur, weil ich mich ein bisschen doof anstelle. Also ich sehe doch schon die Kröten hier, die müssen mal mit Magie angreifen. Oder mit Robo-Angriff, warum nicht? 144 klingt doch gut. Rechtzeitig den Gegner zu töten, aber... fast. Ja, wenn du noch irgendwelche abschließenden Worte hast, dann richte sie am besten jetzt aus. Nein, ich bin wunschlos glücklich. Ich denke auch. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part von Chrono Trigger wieder, wenn wir schauen, was hinter diesem wackelnden Busch ist, ne? Genau. Bis dahin. Tschüss.